Hallo bei Musikmacher.de, Nicola hier von der NAMM Show 2014. Wir sind bei Jens Ritter. Hallo Jens. Hi. Du hast wieder ganz tolle Sachen hier mit nach Anaheim gebracht. Wenn du das so sagst, dann glaube ich dir mal. Danke. Ja klar, das sehe ich doch. Und das zeigen wir jetzt auch mal unseren Usern. Gerne. Also ich habe jetzt dieses Jahr 3 Gitarren mitgebracht. Meine neue PJS. Jetzt ein durchgehendes, komplettes Griffbrett. Die Stimmeinheiten sind auf der Rückseite. Und die haben wir jetzt mit einem Flying Blue gefinisht. Das ist auch eine relativ neue Gitarre. Das ist diese Princess Isabella, die ich schon seit einigen Jahren anbiete, auch für George Benson gebaut habe. Mit einem Tobacco Burst, 2 neuen Tonabnehmern und einer Federstahl-Seitenhalterung. Und wir haben natürlich hier ein etwas funkieres Instrument. Das ist die Aquamarine. Hier haben wir ca. 7000 Aquamarine-Swarovski-Steine verbaut. Und jeder Stein wurde einzeln im Prinzip aufgeklebt. Da hast du was zu tun. Da hatte ich was zu tun. Und die Inlays haben wir aus massivem Platin gefräst. Und ja, das ist so ein bisschen das Highlight auf der Messe hier. A lot of glitter. Die Leute fahren drauf ab und wurde Gott sei Dank schon relativ schnell verkauft. Ja, Leute, die ist schon weg, aber wer sowas haben will, müsst ihr ihn jetzt fragen. Und am besten geht man dann auf diese Webseite. Oh, warte mal, da ist gar keine Webseite. Hier hinten. Also ritter-instruments.com. Alles klar. Danke, Jens. Dranbleiben, wir machen weiter mit weiteren News von der NAMM Show 2014.